Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und würde mich erstmal um die Folterkammer kümmern wollen, solange wir hier sind. Und danach hier wieder die Orks ausschlachten, damit wir wieder schön an Punkte kommen. Und damit wir auch schnell wieder leveln können und dann vielleicht auch noch die 50 Punkte kriegen. Wo ist denn das? Wo ist deine Kammer? Ist das die Folterkammer? Da wollte doch, dass ich die Fleischwand hier erledige. So, Fleischwanzen erledigt. Brutus. Fleischwanzen sind weg. Die Fleischwanzen sind weg. Du kannst wieder deine Folterwerkzeuge polieren oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich keins von den Biestern mehr da ist? Ja. Ich denke schon. Na gut, hier, nimm dieses Gold als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mir kommen gleich die Tränen. Nice. Das speichern wir. So, dann würde ich mich jetzt um die Orks kümmern wollen. Nicht, daran was ändert. Warte mal, Der arme Kerl kann einem leid tun. Die Armbrust muss ich wieder benutzen. Das höre ich zum ersten Mal. Ich hatte die Armbrust nicht mehr ausgerüstet. So, was habe ich an Lernpunkten? Nichts. Kann jetzt nicht noch stärker werden, leider. Dabei hätte ich jetzt gerne eine... Ja, also... So, gibt's hier... jetzt stecke ich hier wieder fest. Da vorne haben wir schon mal zwei Orks, um die wir uns kümmern. So. Nichts zu holen. Schade. Der hat aber was. Seine Waffe. Speichern. Das geht ja jetzt aber auch mit denen viel schneller mit der Waffe. Hey. Okay, das war jetzt nicht so nice. So. Da haben wir aber so einen Wag schon mal. So. So, dann kriegen wir den noch. Aber es sind nicht mehr so viele Orks wie vorher. So, sein Loot nehmen wir mit. Da vorne haben wir wieder drei Orks. Und den Schaman will ich da hinten erledigt bekommen. Ich hoffe, wir schaffen das. So, jetzt nochmal speichern. So, der hat es jetzt auf uns abgesehen. Okay, da kommen jetzt drei. Okay, gegen drei wird schwer.
Da muss ich es doch noch irgendwie ein bisschen schlauer machen. Wieder mal. So, gibt's hier noch mehr? Hier hinten. Gibt's noch ein paar Wars. So, alles mitnehmen. Und hier auch nochmal alles mitnehmen. Was haben die da umgenietet? Ein Scavenger, hä? Ne, ein Schattenläufer. Die nieten Schattenläufer um. Okay, aber ich gehe jetzt nochmal rein. Da rein und seh zu, dass ich jetzt nochmal pennen gehe. Mich irgendwie geheilt bekomme. Da. Dass die Orks nicht auf die Idee kommen, von hier da hoch zu gehen. So. Hat er jetzt vielleicht eine bessere Rüstung? Hey! Ich hätte das anders gemacht. Ne. Oder warte, ne, ich glaube nur Jan kann eine bessere Rüstung geben. Ich glaube nur Jan kann eine bessere Rüstung geben. So, bis zum nächsten Morgen. Wieder ausgeschlafen, die Ritter sind wieder da. Und dann dürfen die zusehen, wie ich hier nach und nach jeden der Orks hier ausschalte. Wieder mal. Um wieder Punkte zu sammeln. Die Punkte brauchen wir. Wir brauchen Lernpunkte. So, ich speichere hier nochmal. Und dann gehen wir weiter. So, machen wir den erstmal platt. Ich dachte schon, der erwischt mich jetzt. Okay, der hat nichts. So, nochmal speichern. So, kriegen wir beide hin? Okay, aber jetzt müssen wir definitiv auch selber nochmal uns heilen. Also nochmal schlafen. Weil das war jetzt ein bisschen heftig. Ich finde super, dass wir schon definitiv besser sind im Schwertkampf. Noch nicht optimal. Aber immerhin gut genug, um die alle umzulegen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht können wir auch einfach mal versuchen, hier jeden Bürger einfach mal umzulegen. Nicht umzulegen, aber einfach mal K.O. schlagen. So, und ich hoffe, wir kriegen es wirklich hin, dass wir die 10 Punkte beisammen kriegen, was die Stärke angeht. So, und hier nochmal speichern. Und dann schnappen wir uns die nächsten Orks. Ich finde es jetzt nur schade, was
was den Schattenläufer angeht, dass wir die Punkte jetzt nicht mehr bekommen haben wegen den Orks. Das ist ein Snapper. Da sind noch mehr Wargs. Aber komm, die Snapper können wir auch einmal holen. Hä? Okay. Ja! So, das speichern wir. Sind das normale Orks oder? Das ist ein normaler Ork. Okay, den beiden Wargs sind wir egal. Bis jetzt. So. Dann schnappen wir uns den Ork. Er geht jetzt auch ein bisschen schneller voran. So, nochmal speichern. Nur um sicher zu gehen. Da haben wir wieder einen Elite-Krieger von den Orks. Na komm. Kriegst du überhaupt mich mit? So, du komm her. Yo. Das hätte ins Auge gehen können mit ihm. So, dann kann ich jetzt vielleicht nochmal sowas hier nutzen. So. Und nochmal speichern. So, gibt es bestimmt hier noch irgendwo einen Schamanen. Okay, aber die meisten Orks sind hier auch schon weg. Ah, das sind schon ein paar viele hier. Müssen wir auf diese Art wieder machen. Mit weglocken. Nein. Das ist nicht gut gelaufen. Das ist gar nicht gut gelaufen jetzt. So, kann ich zumindest... Ah, nein.
Wie zumindest einen angelockt. Nein. Es müssen wieder alle drei sein, natürlich. Jetzt geht's wieder. Einmal speichern. Und dann wieder darüber. Okay, der Schamane, der... Was hatte der denn da für einen Ring? So, nochmal speichern. Dann ist jetzt nur noch der Schamane drüben übrig. Kann das sein? Wie viel brauchen wir jetzt für die nächste? 390.000. Das wird... Da haben wir noch jemanden. Zwei. Okay, es kommt aber nur einer. Besser so... Und nochmal speichern. Und dann holen wir uns den da. Ach, hier. So, nochmal 450. So. Dann müssen wir jetzt wieder ein paar Heiltränke nehmen. Ich verschwende jetzt lieber erstmal ein paar Heiltränke, anstatt immer wieder zurückzulaufen und zu schlafen. So. Okay, ich dachte schon. So, hinter mir ist jetzt keiner von denen, glaube ich, oder? So, nehmen wir alles mit. Nochmal speichern. Ich guck mal, ob um den Schamanen herum noch irgendwo einer ist. Ne. So, wenn ich jetzt... außerhalb deines Blickfelds bin. So. Komm, den Wahr kriegen wir. So, nochmal speichern. Die beiden Orks könnten Probleme machen. Gibt es hier noch mehr? Kommen gleich drei. Na super. Ausgerechnet jetzt müssten drei kommen.
Okay, gegen einen geht klar. Da ist nichts zu holen. So, holen wir uns den nächsten. Oder die Vargs. So, paar von denen halt denken. Nochmal speichern. Ja, perfekt. Der kommt alleine. So mustert. Ich gehe zuerst vielleicht mal darum. So, kümmere mich um den Ork. Und dann um die beiden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Hey. Jetzt ein bisschen übel. Nichts zu plündern. Hör auf zu springen. Das war jetzt ein bisschen übel. Aber okay, das können wir auch speichern. Oh, und der Weg nach unten zu Dings ist jetzt frei. Zu Cavallons Hütte. Das heißt, wir können jetzt wieder von da weitermachen. Und dann mit den Drachenjägern, die da unten sind, quatschen. Vor allem hier sind ja auch jetzt überall Drachenjäger, ne? Cypher! Hey! Nettes Lager. Nettes Lager. Du sagst es. Hier stinkt's wie im Schlachthof. Überall tote Viecher und vermoderte Bäume. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich sitze hier schon einige Zeit und warte nur noch auf den richtigen Moment. Richtiger Moment? Wofür? Da drüben soll sich angeblich ein Drache aufhalten. Seit er hier ist, hat sich dort ein ziemlich übler Sumpf gebildet. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als man in dieser Gegend noch keine nassen Füße bekommen hat. Doch jetzt würde ich da alleine niemals reingehen. Na gut, Rod ist noch da. Aber der läuft ja schon beim Anblick der Fleischwanzen davon. Was ist mit dir? Du bist sicher nicht nur zum Vergnügen hier, oder? Lass uns zusammen reingehen. Warum nicht? Hilfe könnte ich gebrauchen. Ich bleibe lieber allein. Sag mal das hier. Warum nicht? Hilfe könnte ich brauchen. Das ist gut. Dann komme ich endlich hier weg. Der Gestank ist ja unerträglich. Sag, wenn's losgeht. Ja, mach ich, wenn's soweit ist. Rott, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ah, diese Stiefel, diese verdammten Stiefel! Okay, der ist am Wehleiden. Okay, auf diese Art komme ich nicht hoch. Butlerfleisch. Wer? Liegt hier jemand? Ne. Ich dachte, hier liegt wieder jemand. Boah. So, okay. Dann müssten wir hier uns einmal schlafen legen. Vor allem, die sind ja jetzt alle wieder da. Tag 172, wir schaffen das nicht. Innerhalb von 180 Ingame-Tagen. Zumindest nicht in diesem Lauf. Im zweiten Lauf, wenn wir das auf Twitch machen, bestimmt.
So, wie sieht's hier aus? Gibt's hier, Engrom? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Ich danke dir für die Unterstützung. Inos wird uns die Kraft geben, durchzuhalten. Warum haben die Engrom umgebracht? Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Das verwundert mich jetzt wirklich ein bisschen. So, okay, aber jetzt will ich noch die restlichen hier umlegen. Von denen. Warte mal, ich speichere nochmal. Nein, die. Ja, genau, die Richtung bitte. Nein. Ist nicht so gut gelaufen. Das ist nicht so gut gelaufen. So, kann ich von denen vielleicht doch nur einen anlocken? Vielleicht nur den da? So, okay, jetzt. Ja, komm. Scheißviech. Das eine Scheißviech, ey. Nein, nicht die Orke, ließ den Wag. Irgendwann muss ich doch den doch treffen. Oder komm, versuchen wir den zu treffen. Och, muss der sich bewegen? Kann ich in die Hocke gehen? Nein. So, jetzt nur einen von denen, bitte. Nur einer, ja. Nur einer. Bewegt er sich nicht? Ich wollte seitlich laufen, der haut lieber seitlich zu. So, ich hoffe, ich krieg einen von denen zumindest jetzt angelockt. Ja, aber ich
will auch ein bisschen Abstand halten zu den anderen. So, jetzt haben wir's. So, kriegen wir den Wag hin? Oder kommt zuerst den Ork? Zuerst der Ork. So, komm her, mein Lieber. Ja, komm. So, dann haben wir die auch. Und dann können wir speichern. Ja, da kommen gleich beide, natürlich. Da müssen jetzt gleich beide kommen. Da muss ich noch ein bisschen Abstand halten. Komm, bitte. Noch ein kleines bisschen. So. Speichern. Dann hauen wir den jetzt auch nur zu Klump. Kuckuck. Das war jetzt doof gelaufen. Das war jetzt echt doof. Das war nicht schlau. So, immerhin haben wir den jetzt auch erledigt. Looten. So, Tränke erstmal. Warte mal, was haben wir hier? Benötigt Stärke 120 für 100. Ja, das ist das Beste, was wir jetzt momentan haben. So, hier nochmal vielleicht. 1, 2. Und dann nochmal den. So, und jetzt speichern. Müssen wir schon die nächsten Orks da vorne jetzt wieder erledigen. Da ist nichts zu holen. So, nochmal speichern. Wieder gleich zwei von denen, verdammt. Warum? Okay, den Elite. Nein! Alter, was war das denn jetzt? Da ist nichts zu holen. Okay, da gehen wir jetzt definitiv einmal pennen. Da gehen wir definitiv einmal pennen, weil das jetzt irgendwie, also das wäre jetzt sonst Verschwendung, einfach für Heiltränke. Ach komm, hier hoch. So.
So, und bis zum nächsten Morgen. Ich hätte aber auch gerne schon jetzt die nächste Rüstung. Also, nichts Beste. Also, mittlere Drachenjägerrüstung. Ich gehe davon aus, dass die anderen hier schon die mittlere Drachenjägerrüstung haben. Frage mich, wie sieht dann die schwere Drachenjägerrüstung aus und ist das dann auch die beste Rüstung, die man haben kann? Und was wäre dann die beste Rüstung bei den Paladinen? Okay, der hat mich noch nicht im Visier da hinten. Autsch. So, speichern. Der war jetzt ein bisschen schwerer für mich. Also hat ein bisschen mehr Schaden ausgeteilt, sagen wir so eher. So, wie sieht's aus mit nächster Stufe? Geht auch nicht mehr so viel. So, die will ich jetzt wieder trennen. So, okay, der Elite geht jetzt wieder weg. Nichts zu plündern, da ist nichts zu holen. Ich will auch sein Schwert. Seine Waffe. So, wo ist der Elite-Krieger? Der war dafür einfacher. So, nochmal speichern. Gucken wir mal, wo jetzt der Rest ist. Verdammt. Okay, manchmal ist auch der Schwertkampf echt ein Arsch. Also bei mir zumindest. Also von meinem Skill, ja. Ich habe das auch immer noch nicht so ganz gerafft, so wann man genau was drücken muss. Und wie das Spiel erkennt, dass man laufen will. Und, also zur Seite laufen und wann es erkennt, dass man zur Seite schlagen will. Denn manchmal funktioniert das auch zur Seite laufen, wenn man die Steuerungstaste gedrückt hält. Und manchmal auch so, wenn man es erst wenn man es loslässt. Deswegen, ich raff das nicht. Zumindest aktuell noch nicht. Okay, ich bin noch Anfänger, was Gothic angeht, also ist immer noch mein erster Run. Gothic 1 habe ich ja den zweiten Run schon auf Twitch durch, wo wir dann dem neuen Lager uns angeschlossen hatten. Aber mehr auch nicht. Mehr weiß ich auch nicht. So, wo ist denn jetzt der nächste nochmal?
So, den könnten wir alleine kriegen, ne? Ja, den kriegen wir alleine hin. Ohne getroffen zu werden. Das sind echt viel zu viele Orks hier. Aber okay, hier kann man aber auch ordentlich Skillpunkte sammeln. Kriegen wir vielleicht doch beide hin? Ja. So. Wir müssen aber dafür definitiv jetzt schlafen gehen. Weil Heiltränke, wir haben... Okay, wir haben zwar ein bisschen was, aber das wird definitiv nicht reichen. Deswegen bin ich auch froh, dass wir hier eigentlich so ein Bett haben, dass wir eigentlich damit auch die Heiltränke sparen können. So. Obwohl, warte mal. Ich hätte da eine Idee, was ich mal ausprobieren wollen würde. Das hier. Wie lange dauert der? Benötigt das Mana 500. Ne, 5. Okay, aber Feuerschaden. Wie lange dauert das? Wenn wir den mal ausprobieren und da durchrennen. Ich will es wirklich mal ausprobiert haben. Mana sind wir ja bei 98. Es fehlt auch nicht mehr allzu viel. Yo. Okay, das war's jetzt. Nein! Nein, ich habe jetzt ein Weilchen nicht gespeichert. Gut, dann probieren wir das jetzt noch einmal aus. Wo ist denn das? So.
Hat sich definitiv gelohnt. Den machen wir wieder weg. So. Die Waffen gönnen wir uns auf jeden Fall. Nichts zu plündern. So, haben wir aber auch ordentlich was hier da ist niedergemäht. So, kommt er jetzt? So. Das speichere ich einmal. Wir haben jetzt... warte mal, wir haben ja gespeichert. Gut. So. Und den da noch. Komm. Sonst liegt hier keiner mehr. Ich hoffe, wir kriegen es hin, dass nur einer jetzt schafft, uns zu folgen. Nein. Kriegen wir nicht hin. Ach, ist das dein Ernst? Kuckuck, hier bin ich. Wie ist denn das nur der mir folgt? Ja, wie klingt es denn, dass nur einer mir folgt? Von den beiden? Geil, haben wir hingekriegt. Nochmal speichern. Ah, nicht auf Schamane. So, du komm her. Gut, den haben wir. Komm, ich will sein Schwert noch. Ah ja, und speichern. Ist hier noch jemand in der Nähe? Abgesehen von dem Varan, von dem Vargs meine ich. Varane sage ich schon. So, jetzt müssen wir definitiv pennen. So, die setzen sich wieder hin. Ich finde es aber interessant, dass Cypher und so weiter jetzt hier sind.
Apropos, wenn die jetzt hier sind, wer ist denn dann noch im Dingens? Wer ist noch im Banditenlager? Ich würde da wirklich jetzt mal hingehen wollen. Boah, scheiß drauf, jetzt erstmal die hier alle umzulegen. Ich gehe da jetzt mal hin. So. Ah ja, die Äpfel müssen wir essen. So. Jasmintal. Achso, hier oben sind wir gelandet. Da müssen wir auch mal kurz hingehen und gucken, ob da noch jemand ist. Ein Orks. Aber gehen wir mal hier hin und dann zum Hof des Großbauern. Ich will jetzt wissen, ob noch irgendjemand da ist. Hafenstadt, Taverne, Xardas, Dämonenturm. So, wer ist denn noch da? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Also, genau, Patrick, genau, den kennen wir ja noch. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Flüchtling, Morgahart. Das ist eine schlimme Sache. Ich bin ganz deiner Meinung. So, Bodo, Bauer. Das will doch keiner mehr hören. Hat er was Neues zu sagen? Wie steht's? Wie steht's? Gut. Wenn du ein paar Milizen siehst, brat ihnen von mir auch eins über, ja? Ja, kein Problem. Torloff. Einige Söldner sind weg. Einige der Söldner sind weg? Silvio hat sich ein paar von den Jungs mitgenommen und ist über den Pass verschwunden. Es wird gemunkelt, dass es dort Drachen geben soll. Als er das gehört hat, war er nicht mehr zu bremsen. Wer weiß, so eine Drachentrophäe bringt auf dem freien Markt sicher eine Menge Gold. Für mich ist das nichts. Ich bin Seemann. Ich gehöre aufs Meer und nicht in einen stickigen Drachenbau. Ja, okay. Cypher ist weg auf jeden Fall. Bennett? Kannst du mit Dracheneiern etwas anfangen? Dracheneier? Wie zum Kuckuck bist du denn da dran gekommen? Ich habe sie einigen Echsenmenschen abgenommen. Lass mal sehen. Sehr robustes Material. Ideal zur Verarbeitung von Rüstungen. Das heißt, wenn man die Dinger aufkriegt. Was ist nun? Willst du es haben? Klar, her damit. Ich zahle dir dafür, sagen wir, 300 Goldmünzen für jedes Ei, das du mir bringen kannst. Das sind Dracheneier und nicht jämmerliche Hühnereier. Spar dir dein Geld, ich denke, ich werde es behalten. Ich versuche mal das hier. Das sind Dracheneier und nicht jämmerliche Hühnereier. Na schön, dann eben 350. Aber mehr kann ich dir nicht geben. Dann lohnt es sich für mich nicht mehr. Okay, abgemacht. Abgemacht. Alles klar. Dann mal immer her mit den Dingern, wenn du welche hast. Du hast es Echsenmenschen abgenommen, sagst du? Ja. Genau. Echsenmenschen hausen vornehmlich in Höhlen, soviel ich weiß. Würde mich nicht wundern, wenn du in den Höhlen der Umgebung hier noch mehr von den Dingern findest. Hier, ich gebe dir noch eine Karte mit, damit du die Höhlen besser finden kannst. Ah, okay. Die Höhlen von Krinesan. Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Ne. Von ihm gibt's nichts Neues. Hier ist Silvio und so weiter, sind ja hier weg. Pfeiffer ist weg. Jarvis. Ein Söldner. Hier, Tickler. Hast du noch einen Eintopf für mich? Kann ich noch etwas von Eintopf haben? Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Komm später nochmal wieder. Enttäuschend. Wann ist später? Was heißt später hier? Hier bin ich falsch. Okay,
Okay, was mit dem? Söldner, Söldner. Raoul? Hey. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Sonst alles im Griff? Sonst alles im Griff? Willst du dich jetzt bei mir anbiedern oder was soll das werden? Hau ab! Ich hab noch nicht vergessen, was du mit mir gemacht hast. Ich hau dir gern nochmal ein paar aufs Maul. Kein Problem. Sentenza, was hast du noch zu sagen? Hey! Und wie läuft's? Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat noch jeder bei mir seinen Wegzoll gezahlt. Okay, rückt man Gold? Nein, noch nicht. Wir haben eh genug Gold, also scheiß drauf. Wie viel haben wir insgesamt? 34.000, ja. Da meckere ich nicht rum. Hat die was Neues zu sagen? Ist das Bedeutendes? Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Die Söldner sind immer unruhiger geworden. Doch seit Silvio mit seinen Jungs weg ist, scheinen sie sich ein bisschen zu entspannen. Okay, immerhin. Das kann doch nicht wahr sein. So, Söldner, Söldner? Was hat Lee jetzt zu sagen? Meine Meinung will ja keiner hören. Khaled? Kann ich mit Khaled auch nochmal quatschen? Welche Waffen hast du anzubieten? Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Ja, gucken wir mal. Was brauche ich dafür für eine Stärke? Benötigte Stärke 150. Drachenjäger-Armbrust. Die nehme ich auch schon mal mit. Ich habe mir das schon gedacht. Und dann haben wir hier Berserker-Axt. Das ist die stärkste. Schwerer Zweihänder. Meine Meinung will ja keiner hören. Kampfstab des Rings des Wassers, Schwert Nagelkeule. Ein Drachenbogen will ich nicht. Kräftig dazwischenhauen. Wird sich das jemals ändern? Der hat zwei Erzblocken. Ich habe meine eigene Meinung. Von mir und hier, kurz vor Waffen, hier, zusammen mit Leder. Ja, gut. Ganz kräftig dazwischenhauen. Ich bin ganz deiner Meinung. So, kann ich ihm noch was von dem Zeug hier verkaufen, was ich habe? Ich hätte das anders gemacht. Magische Armbrust ist sogar noch ein bisschen besser. Aber ich glaube, die brauche ich nicht. Habe ich überhaupt magische Pfeile, hätte ich? So, die Armbrust kann weg. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Und die kann weg. Sag nicht, dass so, was haben wir hier? Der Stapel kann weg. Das ist wirklich nicht mein Problem. Der kann weg. Der kann weg. Der. Das. Der Stapel. Der Stapel. Der Stapel. Ja, das hat er wirklich behauptet. Meine so. Meinung will ja keiner hören. Er passt ja nicht mal wie ein Schwert. So, was sagt Lee? Was in der Zwischenzeit passiert? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Silvio, der Mistkerl, hat was über die Drachen im Minental gehört und hat daraufhin alle hier auf dem Hof völlig verrückt gemacht. Er hat versucht, die Jungs zu überreden, ihm ins Minental zu folgen. Ruhm, Ehre, Gold und alles Mögliche hat er ihnen versprochen. Viele von ihnen hatten kein Interesse, sich für Silvio töten zu lassen. Aber es gab da so manchen Idioten, den konnte er doch überzeugen. Das Ende vom Lied war, dass sie sich von Bennett haben ausrüsten lassen und dann kurzerhand losgezogen sind. Ach, im Grunde bin ich froh, dass Silvio endlich vom Hof ist. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Okay, wie läuft's auf dem Hof? Wie läuft's auf dem Hof? Naja, seit Silvio weg ist, haben wir hier endlich mehr Ruhe. Wir haben ihn natürlich doch noch. Hört sich doch gut an. Leider haben wir nicht weniger Arbeit. Die Männer werden immer unzufriedener, weil sie jetzt auch noch die Aufgaben von Silvios Männern machen müssen. Aber lass das mal meine Sorge sein. Mit denen werde ich schon fertig. Okay, kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen, wie man mit dem Zweihänder kämpft. Ich habe schon gehört, dass du ziemlich gut bist. Ich kann dir noch ein paar Sachen beibringen. Der kann, lass uns mit dem Training beginnen. Lass uns mit dem Training beginnen. Von mir hat er das nicht. Warte mal, wie viel habe ich bei Zweihänder? 82%, okay. Meine Meinung will ja keiner hören. So, sonst gibt es hier niemanden mehr. Wenn er das nicht sieht, kann sich das jemals ändern. Die anderen sind ja schon alle weg.
Okay, dann würde ich sagen, hier machen wir dann mal. Fester ist auch weg. Das habe ich früher auch immer gesagt. Na doch nicht, Fester ist da. Ich hatte kurz gedacht, der ist weg. Sind die Suchenden wieder da oder sind die weg? Ich weiß es nicht. Moment mal, in der Höhle. Wir hatten eine neue Karte bekommen, hä? Nee, So, Schatzkarte. Warte, Schatzkarte. Falsche Map. So, das vergessene Tal der Abau. Die Höhlen von Corinnes. Und da gibt es überall Dracheneier? Dann haben wir hier Nefarius-Karte, Landkarte, Minental, Garons Minenkarte und sehr alte Karte. Okay, dann nehmen wir die dort mit den Höhlen von Corinnes als Standardkarte. Und dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir müssen ja noch das Minental erneut befreien. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall, wir haben 10 Lernpunkte. Wir brauchen jemanden, der uns nochmal in Stärke unterrichten kann, also noch besser werden lassen kann. Da wüsste ich auf jeden Fall schon jemanden, der uns bisher unterrichten konnte, stärker werden lassen konnte. Aber kostet jetzt wahrscheinlich bei, wenn es 25 einer kostet, dann würden wir nur 2 bekommen, Stärke. Bei 5 Punkte pro Stärkpunkt wären wir bei 137. Wir müssen insgesamt 10 kriegen. Wir brauchen 50. Ja, das wird noch eine Aufgabe, definitiv, das hinzukriegen. Aber das wird das Problem sein vom Zukunftsmarkt. Also vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.